Hallöchen YouTube, Update zu diesem Funkmikrofon-Set mit diesem USB-C-Empfänger. Ich habe es ja schon mal gezeigt, am PC funktioniert es, wenn ich das bei mir am PC anstecke, da habe ich eine USB-C-Buchse. Ich habe jetzt den Adapter USB-C auf Micro-USB. Habe ich auch verbunden, am Handy gesteckt, wird nicht erkannt. Also Handy erkennt es nicht. Jetzt könnte man meinen, ja, dann taugt der Adapter hier nichts. Doch, der funktioniert. Das ist ein USB 2.0 Gerät. Das ist kein USB 3 Gerät. Also dieser Empfänger, das ist USB 2.0. Ich habe hier noch vor meinem Endoskop einen anderen Adapter. Das ist USB-A auf Micro-USB-Buchse. Damit habe ich das verbunden und das verbunden, also alles zusammengesteckt, funktioniert. Hat es erkannt, funktionierte auch, konnte ich mitarbeiten. Also der Adapter hier funktioniert auf alle Fälle. Das hier kriegt man jetzt nun nicht wirklich überall zu kaufen. Das ist wirklich etwas, ein bisschen was Spezielleres. Ich glaube, es gibt sogar noch Micro-USB auf USB-A oder sowas. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob es sowas gibt. Wollte ich nur mal ein Update geben. Also ich hatte eigentlich vor, mit einem Raspberry Pi noch zu machen. Mit dem Raspberry Pi Zero müsste das sein. Der hat ja Micro-USB, OTG. Dann sollte das theoretisch funktionieren. Funktioniert eigentlich auch, es ist ja Linux. Es sollte hinhauen. Wenn es am PC unter Windows hinhaut, sollte das auch mit Linux hinhauen. Ich werde es vielleicht mal austesten, kann ja mal vielleicht nochmal was dazu sagen, irgendwann mal in irgendeinem Video. Aber erstmal so, das funktioniert nicht. Eventuell, ich habe noch vielleicht ein Handy in der Hinterhand, das ist zwar nicht mein Handy, das hat aber einen USB-C-Anschluss. Vielleicht teste ich das mal kurz aus da drauf. Muss ich gucken, ob derjenige mir das machen lässt. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber erstmal so, das Update, also mit dem Adapter an meinem Handy geht es nicht. Das ist ein Huawei P Smart, oder wie das heißt, von Huawei. Kein Samsung, kein iPhone, kein, ich weiß nicht, was da noch alles existiert. Ich habe noch irgendwo ein etwas anderes, älteres Handy, aber ich glaube nicht, dass das hinhaut. Das hatte sowieso schon Probleme mit dem Endoskop, weil das Endoskop funktioniert an meinem Handy, mit dem ich jetzt gerade filme. Da funktioniert das, nur der will nie funktionieren. Warum auch immer. Gut, damit ist das Update halt da. Die Sache ist jetzt für mich erstmal beendet. Ich habe es jetzt soweit getestet. Ich teste es nochmal auf dem Handy. Vielleicht gebe ich dann auch mal ein kleines Update. Also ich teste es nochmal mit einem anderen Handy. Ich werde mir jetzt nicht extra ein Handy kaufen dafür, weil mein Handy funktioniert. Einwandfrei. Aber für mich ist eigentlich nur wichtig, dass das am PC funktioniert. Funktioniert dann also auch am Laptop, an Tablets mit USB-C oder eben über so eine Adapter-Dinger funktioniert es dann halt auch. Ich denke mal, an Apple wird es dann auch hinhauen oder Mac, wie die Dinger heißen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich nicht testen. Ich habe kein Apple-Produkt hier. Diesen Lightning-Anschluss oder wie das da heißt. Aber ich nutze es bei mir für OBS-Aufnahmen vom Bildschirm, bei Livestreams, wie auch immer. Gut, mehr wollte ich eigentlich nicht. Es ist jetzt das Update, hat leider nicht funktioniert. Der Adapter hat mich hier, was weiß ich, 3 Euro oder was gekostet, keine Ahnung. Das hier nicht beachten, das hat nicht jeder zu Hause, das kriegt man schnell besorgt. Ich habe das andersrum, habe ich es ja überall gefunden mit USB C-Stecker hier vorne und Micro-USB-Buchse hier hinten. Allerdings ist das jetzt, dieser Adapter, auch nicht mal so verkehrt, wenn ich jetzt demnächst nur noch USB-C-Geräte habe. Es wird hier immer mehr. Ich habe mir jetzt gerade so einen Controller, so einen Joystick-Controller, so ähnlich PlayStation gekauft. Der hat auch USB-C. Eine Taschenlampe hat USB-C-Ladeanschluss. Es wird immer mehr USB-C hier. Bald habe ich nur noch USB-C-Kabel und dann suche ich wieder, wie blöd, wo sind die Micro-USB-Dinger, dann kann ich auch hier mit. Also Datenverbindung geht hier drüber und aufladen auch, aber halt eben nicht mit USB 3-Spezifikationen, sondern nur USB 2.
Also der Adapter selber ist jetzt nicht für die Tonne, sage ich mal so. Also den kann ich immer noch brauchen. Gut, dann danke fürs Zugucken. Als nächstes Video wird wahrscheinlich ein Radio kommen, was ich versuche mal auf Englisch zu machen. Es ist nur ein kurzes, wird nur ein kurzes Video. Ich versuche es mal auf Englisch zu machen oder zweisprachig. Mal schauen. Schauen wir mal. Ist nicht so hochinteressant, ist nur ein Reparaturversuch. Mehr ist es nicht. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.